hat die Sonne aufgehen lassen, in der Tate Modern. Der Künstler Olafur Eliasson arbeitet mit Naturphänomenen, mit Licht und Schatten. Im Kunstmuseum Stuttgart strahlt jetzt seine Arbeit Reversed Silver Moon. Ein faszinierendes Schattenspiel. Sind es Eisblumen, Pustelblumen oder Kristalle? Starbrick nennt Eliasson diese Lichtskulptur. Banale Lampen in Kristallform. Kunst und Natur. Arbeiten zeitgenössischer Künstler treffen jetzt zum ersten Mal auf die Bilder des Malers Fritz Winter. Schon ab den 1920er Jahren setzte sich der ehemalige Bergarbeiter mit der Natur auseinander und malte seine Vorstellungen von Zellstrukturen. Fritz Winter war eindeutig in dieser Linie, ich bin Teil der Natur. Da hat er auch mal gesagt, die Natur, die hat alles schon viel besser gemacht. Als Künstler kann ich eigentlich gar nicht selber schaffen, sondern der künstlerische Prozess und der natürliche Prozess, das sind zwei ganz parallele Prozesse. Und insofern war ihm es auch immer wichtig, dieses Wundern vor der Welt. Ich schaue in das Innere der Natur, die vor meinen Augen transparent wird, so Fritz Winter. Der Bauhauskünstler wollte das Wesen der Natur ergründen, erforschte Zellen, eine Urform wollte er finden, eine, die schon immer alles enthält. Den runden, harmonischen Formen werden fragile Werke gegenübergestellt. Eine Arbeit der Künstlerin Maria Bartuschowa. Scharfkantig, aufgebrochen. Ein Sinnbild für die bedrohte, zerstörte Natur. Auch Fritz Winter hat die Formen aufgebrochen, suchte das Große im Kleinen, das Kleine im Großen. Er blickte durch das Teleskop in den unendlichen Raum des Weltalls. Ein romantischer Forscher auf der Suche nach etwas Höherem, Spirituellem, jenseits der Vernunft. Von manchen Zeitgenossen wurde er als Mystiker belächelt. Müssen wir überhaupt immer alles verstehen? Fragt heute der junge Künstler Björn Dahlem. Auch er ist fasziniert von kosmischen Phänomenen. Melancholia Saturnica nennt er seine Arbeit. Das nimmt so ein bisschen den Bezug auf zu Saturn, der eben nach der griechischen antiken Mythologie oder auch Philosophie eben der Verursacher der Melancholie ist. Und die Melancholie ist ja ein ganz wichtiges Thema für Künstler. Ohne die könnten wir ja alle nicht arbeiten. Wie groß ist das Universum? Was ist die Natur? Welche Gesetze liegen ihr zugrunde? Auch Winter suchte Antworten und malte Kristalle, war fasziniert vom magischen Licht, das sie widerspiegeln können. Zur Zeit, als er ans Bauhaus kam, da herrschte wirklich eine Kristalleuphorie, weil man in dem Kristallinen auch so ein bisschen das Geistige sah, das, was sich auflösen kann. Und Licht und Schatten. Wie sieht die Erde innen aus? Was hält sie zusammen? . 1944, während eines Fronturlaubs, malte er den Zyklus Triebkräfte der Erde. Das Licht als Hoffnungsschimmer, als schöpferisches Prinzip. Fritz Winter, das Innere der Natur. Eine kleine, anregende Ausstellung. Designobjekte inspiriert durch die Natur. Künstliche Natur oder natürlich Kunst.